Und so sehen wir uns wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Hytale Modpack. Ja, und heute will ich euch mal ein ganz cooles Feature gleich mal vorweg zeigen. Und zwar hat dieses Modpack jetzt von mir gerade einen Shader eingeschaltet bekommen und ich habe gleich das PureBD Texture Pack dazu aktiviert. Und was jetzt besonders cool dabei ist, ist, dass jetzt manche Sachen hier in 3D sind. Und jetzt könnte ich euch weiters gleich noch ein ganz cooles Feature zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt auf F12 klicken, können wir jetzt auf jeden Fall unterschiedliche Sachen auswählen. Also ich kann mir jetzt hier Brüste geben. Ihr habt richtig gesehen, ich habe jetzt Möpse. Schaut mal. Sieht man, oder? Sieht doch sexy aus. Okay, machen wir sie rüber weg. Und ich habe mir jetzt hier auch so coole Klauen schon gegeben. Nehmen jetzt aber hier jetzt mal die solchen, gefallen mir ganz gut. Beide Hände. Dann brauchen wir, sagen wir, Hasenohren. Ja. Oh, das geht nicht mit Player-Scan dazu. Nehmen wir solche Ohren, die sind auch ganz nett. Augen kann ich auch umstellen, das ist auch echt cool gemacht. Und das kann man alles einfach, indem man auf F12 klickt. Jetzt habe ich hinten, kann ich so umdrehen, eine Finne bekommen. Was ihr hier seht, ich habe jedes Mal das letzte Item, das wird dann immer angezeigt. Ich kann auch natürlich Haare anders einstellen. Das funktioniert mit dem Player-Scan eigentlich nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Ein bisschen. Was haben wir hier? Hier habe ich jetzt Hörner bekommen. Aber die will ich eigentlich nicht. Antennen. Passt eigentlich auch. Was gibt es denn hier für Füße? Spider. Jetzt kann ich. Wow, das ist hier geil. Degree. Und was haben wir hier? Ja, jetzt habe ich gar keine. Oh, ich habe gar keine mehr. Normal wollen wir natürlich. Und ein Shirt kann ich mir auch geben. Was habe ich hier? Eine Nase und einen Schwanz kann ich mir auch geben. Aber das machen wir wieder weg. Und dann habe ich jetzt einfach ein Katzenohren und einen Schwanz. Sieht doch ganz nett aus, oder? Jetzt bin ich eine ganz kleine Katze. Die Katzennase fehlt halt noch. Aber das macht ja nichts. Und der Shader ist jetzt auch schon ganz normal standardmäßig jetzt im Pack dabei. Und auch jetzt natürlich das zum Umstellen der ganzen, ja, der Katzenohren, Katzennasen und so weiter. Und ja, wir können da auch, wenn wir wollen, gleich hier andere Sachen gleich, also dass wir uns in Monster verwandeln, funktioniert auch. Wir können hier Bären werden oder sonst was. Funktioniert ganz gut. Hey, hier haben wir wieder unser furchterregendes Monster. Puh. Hilfe, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen? Ja, genau. Es gibt hier auch Bienen. Sollte es auch geben. Aber ich habe jetzt haben wir hier noch mal so wirklich geschaut, was es da gibt. Puh. Ich finde, die Nacht sieht einfach extrem geil aus mit diesen Sachen hier dabei. So. Sehen wir eine Augen da? Was ist das? Eine Spinne, oder? Oh, Hilfe! Hilfe! Das kann man hier auf den Baum klettern? Das habe ich nämlich letztens herausgefunden. Man kann auf gewisse Bäume dann raufklettern, glaube ich. Sobald die klein genug sind. Zumindest glaube ich das. Ja, funktioniert wirklich. Wie ihr sehen könnt. Und ich klettere jetzt hier rauf. Und jetzt kann ich mich hier verstecken, dann vor Tieren. Und ich kann auch hier oben. Hoffentlich erschlägt mich das jetzt nicht. Den Ast hier abbrechen. Und weiter hoch. Und so weiter. Ist dann ziemlich krank eigentlich. Uah. Und hab schon ein paar Leben verloren. So. Aber was wollen wir uns jetzt eigentlich craften und machen? Genau, ich habe gesagt, ich versuche jetzt, dass ich jetzt
ein paar Tiere fange dann. Und die können wir dann brauchen. So. Magie-Items brauchen wir auch immer. Mein erstes Ziel ist ja mal vorerst, dass ich einen Rucksack bekomme. Dass ich dann so viele Sachen, wie ich möglich habe, mitnehmen kann. Und ja. Ist ja eigentlich sehr interessant, dass ich hier... Sträucher können wir auch immer brauchen. Das ist nämlich immer ein bisschen was zu essen. Ganz cool. Was ist das? Ah, hier sehen wir schon einen coolen Vogel. Das ist ein gutes Mittagessen. Ah. Mittagessen Nummer 1. Die sind ja niedlich. Gibt's ja auch Vogelnester. Echt cool. Dass ich wieder zurückfinde dann. Und es jetzt hier mal ein paar unterschiedliche Sachen nochmal. Hey, was haben wir hier? Wieder ein weiterer Vogel. Was ist denn das hier für einer? What the fuck? Wie lügst du denn herum? Aber Melonensamen brauchen wir ja. Hier habe ich auch letztens Honigwaben noch irgendwo herbekommen. Und ich kann jetzt auch gleich hier ein bisschen gebratenes Hühnchen essen. Es ist ein Wahnsinn, wie schnell der eigentlich das ist und wie gleichmäßig immer seine Rüfe sind. Ist ganz witzig. Also ich habe jetzt das Soundpaket auch das von PurePD Crafts drinnen. Die haben wirklich super Sachen hier. Was haben wir? Rosenstrauß. War das jetzt Rosenstrauß? Ja, das war ein Rosenstrauß. Mir auch nicht. Okay. So, jawohl, da haben wir gleich Bienen. Perfekt. Hoffentlich kommt jetzt. Hab ich das jetzt kaputt gemacht? Nee, habe ich nicht. Doch, jetzt habe ich eine Bienenkönigin bekommen. Jetzt schauen wir mal, was wir mit Bienen machen können. Einen Bienenstock. Wie bekomme ich den? Naja, verbrennen kann ich ihn. Naja. Aber ein Bienenhaus kann ich bauen. Ein Bienenhaus. Da brauche ich Palmholzblätter. Wie komme ich denn das hier erst? Und dazu noch Rahmen. Aber Rahmen können wir ja. Plus Bambus und Stock. Okay, das ist auch cool. Sollte eigentlich funktionieren. Das heißt, wir müssen Bambus finden. Und dann können wir uns zur Bienenkönigin bauen. Mit dem können wir uns dann, glaube ich, mal Met bauen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was ich dann mit den Bienen machen kann. Aber vorerst gibt es hier ein paar Erze. Wenn das so am Weg liegt, wieso nicht? Oh mein Gott. Verbindung war weg. Da geht man mal ganz kurz und plötzlich. Bam, bam. Eine Ratte! Und ein Wildschwein? Und diese Ratte, die muss jetzt. Ah. Gibt's das nämlich? Habe ich wirklich. Ich habe Difficulty 1, oder? Ja, ich hab's. Oder. Nimm 2. Ich hab's aber ganz sicher eingestellt gehabt, weil hier sollten ja eigentlich Monster auch spawnen irgendwo. Ich frage mich, wo. Gibt's hier keinen. Bekomme ich die nicht? Doch. Ich glaube, ich finde da jetzt nicht mehr raus nachher. Aber ja. So, jetzt haben wir wieder einen ganz tollen Kommentar. Das ist jetzt ein Easter Egg für alle, die schauen. Vielleicht merkt es ja nachher irgendjemanden. So. Kohle, 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 Kohle. Ich glaube, das kennt jeder den Song. Und ich denke, dass ich jetzt auch ein bisschen Steine brauche für später dann, ja. Wenn ich jetzt einen Ofen bauen muss nachher. So.
Ups, das war ein kompletter Baum. Mit dem bauen wir uns unsere schicken Ofen mal hier, damit wir hier ein bisschen was haben. Bruchstein 9. Mit dem bekommen wir dann einen Ofen. Nee. Bekomme ich keinen Ofen? Doch. Das war jetzt komisch. Oh, mein Ping ist einfach zu schlecht. Ich kann gerade nicht mehr aufnehmen. Toll. Coole Sache. So, ich hatte gerade leider wieder einen kleinen Verbindungsverlust. Naja, kann man ja nichts machen. Aber es geht schon wieder weiter. So, holen wir uns ein bisschen Eisenerz. Mit dem können wir nämlich dann gleich jetzt. Und ja. Und jetzt wird gerade gefragt, wann der Dungeon Mod kommt. Also ich habe vor, dass ich bald einen Dungeon Mod reinmache. Also, dass wir dann weitere Portale haben, wo wir durchgehen können. Also, weil ich glaube, dass Hytale auf jeden Fall dann Dungeons drin haben wird. Und wir versuchen ja, dass wir das so ähnlich wie möglich zu Hytale dann gestalten können. Und kaputt ist sie. Und ich habe es einfach bald geschrieben. Das kommt natürlich immer recht komisch. Jawohl, und wir haben Metallurgie erreicht. Gute Sache. So. Aber wie gesagt, falls ihr noch weitere Ideen habt für das Ganze, dann ist das natürlich cool. Der Ping passt jetzt. So, von dem hier passt. So, ich hoffe, das passt doch jetzt so. Und ich habe jetzt wieder genügend Eisen gesammelt. Und das können wir das mal abbauen. Das nehmen wir einfach mit. Das mache ich jetzt ganz kurz eine Reise zurück. Ach, das ist ja echt geil gemacht mit Belichtung und so weiter. So. Und hier haben wir die klassischen Schweine. Aber die will ich ja eigentlich nicht. Ich will ja eher unsere besonderen Tierchen nachher. Ah! Haben wir jetzt echt hier Koala-Bären? Kann man die irgendwie. Ich glaube, die kann man irgendwie zähmen. Ach, die sind echt geil. Die sind echt cool. Die sind so süß. Seht ihr das nicht? Wie knifflig schauen. Nee, die kann ich einfach nicht. Die müssen einfach bleiben. Hier haben wir noch eine Bienenkönigin. Können wir immer brauchen. Was haben wir hier? Eine Biene. Komm schon. Ach, ich treffe hier wirklich nichts. Jawohl. Komm schon. Jetzt habe ich die Biene, aber man bekommt nichts. Ach, hier sehen wir schon eine Netzlibelle. Das ist echt alles ziemlich cool gemacht hier. Finde ich echt super. Super. Wieder ein kleiner Vogel. Ach, Tiger. Muss ich aufpassen. Die sind ja eigentlich gemeingefährlich. Oder greift der? Ah, nein, der greift mich an. Ja, ich glaube, der läuft mir doch nicht nach. Puh, gut gemacht. So. Hatte ich jetzt aber Glück. Wo ist jetzt eigentlich mein Haus? Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Hm. Habe ich jetzt keinen Platz mehr? Die Weizenkörner brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Und dann haben wir das jetzt mal. Und jetzt gehe ich mal wieder zurück zu meinem kleinen Häuschen. Das habe ich ja unter einem Homepunkt gespeichert. Das ist, sollten wir eigentlich wieder zurückkommen. Und hier sind wir wieder in unserer mini kleinen Hütte. Und da wird jetzt mal alles schön brav ausgeräumt und dann versuchen wir später, dass wir... Hier müssen wir eine größere Kiste bauen. Dass wir hier dann
mal bessere Sachen rausbekommen. Jawohl. Jetzt haben wir die Truhe und patschen. Einfach mal alles reinschmeißen und dann sehen wir nachher weiter. Hier haben wir zwei Bienen und eine Bienenkönigin. Ich glaube, die können wir später dann ganz gut brauchen. So, nachher zum Abschicken, Apfel zum Essen. Passt, hat eigentlich alles, was ich brauche. Und Eisenerzen, schauen wir mal, dass wir uns zuerst gleich mal dann eine Eisenrüstung holen. Oh, jetzt wird schon wieder Nacht. Jetzt schaue ich mal, ob wir jetzt mal ein paar Monster auftauchen. Okay. So. Sieht ja einfach geil aus. Seht euch das an. Einfach episch. Warte mal, von der Seite ist es noch besser. Ein paar Blätter fallen runter. Hier vorne der einsame Baum. Ach, ich finde das einfach nur geil. Wunderschön das Ganze. Oh, mir geht das Essen aus. So, als nächstes dürfen wir uns dann gleich mal um eine kleine Farm kümmern. Hm. So. Oh, die ist gefährlich. Weg damit, was ist das? Oh, das war wirklich nur eine Larve. Echt cool. Man findet hier immer wieder Sachen, die habe ich gar nicht gewusst, dass die alle dabei sind. Auf jeden Fall muss ich hier jetzt mal dann... Ah. Ja. Brauchen wir zuerst mal genügend für eine Standard-Weizen-Farm und dann bauen wir eine andere Farm. Dann gibt es gleich mal ein paar Kübel Wasser und weiter geht's dann. So, jetzt können wir gleich mal dann ein paar Bohnen anbauen, Brombeeren, Süßkartoffeln, Grinsenwurzeln. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, da haben wir schon ziemlich viel gesammelt. Oh. Das sieht ja gemein aus. Puh. Das war ein Ork. Aber in der Nacht so umherlaufen können, das ist echt cool, muss ich sagen. Das finde ich echt super. Dass es geht. So. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir genügend Sachen mal gesammelt, damit wir nachher dann uns eine kleine Farm aufbauen können und dann auch vielleicht einen Bienenstock dazu, weil da haben wir jetzt auch schon ein paar Sachen. Und ja, sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Bis dann!